Hallo Leute und willkommen zu dem langersehnten oder auch nicht Spiel Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Wie es in meiner Kanalbeschreibung steht, bin ich ja auch ein großer Star Wars Fan und deswegen habe ich mir das Spiel jetzt gekauft bzw. heruntergeladen. Das hat jetzt halt ewig gedauert über Steam und naja, endlich sind wir jetzt soweit. Ich würde sagen, wir fangen mit der Episode 1 an, weil man kann ja mit 1, also Episode 1, 4 und 7 anfangen. Aber ich würde sagen, wir machen es auch in der richtigen Reihenfolge. Also fangen bei Episode 1 an. Auswählen und ja. Das Spiel spielen. Genau. Ach, perfekt. Das fängt ja schon mal wieder gut an. Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Wenn ich noch entdeckt werde, wie schaltet man das aus? Das ist auch mal wieder sehr geil. Todessternpläne auch noch kurz weggeholt, dass man sie ja nicht sieht. Also der Lego-Humor, den gibt es anscheinend immer noch. So, ich glaube, das steuern wir mit der Maus, ja. Lenke das Schiff mit Maus links oder rechts. Nach oben und nach unten, das habe ich jetzt auch schon rausgefunden. Gedrückt halten, um zu beschleunigen. Doppelt und dann für Schub. Das zum Feuern, das habe ich mir auch schon gedacht. Und Escape-Optionen, das passt. Wir können an Bord gehen. Wir machen gleich Turboschub. Nichts wie ab. Was? Also. Perfekt. Weltraum über Naboo, Kampfschiff der Handelsföderation. An die Steuerung muss ich mir jetzt auch noch gewöhnen, weil ich kenne mich halt absolut nicht aus. Wenn es so ein bisschen ruckelt, das liegt dann an meinem Computer, aber es müsste einigermaßen funktionieren. Laufen tut man mit WSAD, oder? Ja, habe ich mir schon gedacht. Willkommen, Botschafter. Ich bin 14. Zu eurem Ups, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Wie fährt denn das Ding wieder ein? Ah, eh. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Hier entlang, bitte. Gerne doch. Kann ich vielleicht ein bisschen schneller laufen oder so? Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtungen, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt, wo sie hingehört. Aber Master Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Junge, wie lange müssen wir da eigentlich laufen? Ja, okay, es gibt Spiele, da muss man weiterlaufen. Ich sag mal nur das Beispiel jetzt No Front an GTA, aber da muss man mal länger laufen. Gleich mal wieder Stats sammeln. Perfekt. Oh, angekommen. Macht es euch bitte bequem. Mein Meister würde kürze bei euch sein. Ich freue mich. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? E, halte E gedrückt, um den Gegenstand mit Hilfe der Macht anzuheben. Okay, E. Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Verhandlungen werden nicht lange andauern. Werden sie endlich beginnen, meint ihr? Ist es bei ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht. Angesichts dann von etwas hier auch. Bam. Müssen wir das machen, oder? Ja, ich glaube schon, damit die Mission weitergeht, müssen wir das, glaube schon machen. So, dann E, wieder gedrückt halt und bam. Easy. Jetzt kommt wieder. Ja, Yoxis, perfekt. Okay, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Um eine Angriffskombo einzuleiten. Okay. Okay, ich würde es irgendwie schon noch lernen. Wenn ich so Schüsse ab. Seid noch ein bisschen geduldig mit mir. Ich kenne das Spiel noch nicht. Das hat schon mal sehr gut angefangen. Mit unseren Lichtschwertern.
Schwertern machen wir mit dieser Panzertür kurzen Prozess. Oder wir okay, eh. Was sollen wir tun, Meister? Runde? Ach so, irgendwie so. Dann hoch. Wenn das so irgendwie funktioniert, das sieht zwar jetzt ganz komplett behindert aus, aber egal, wenn es funktioniert. Funktioniert doch. So. Ja, so einigermaßen. Für den Anfang ganz okay. Okay. Geh jetzt an den Kragen. Was muss ich machen? Ach, da sind, glaube ich, irgendwie so Kampfdroiden, oder? Droidikas. Sind ja persönlich von Star Wars meine Lieblingsdroiden. Ah, so kann man Schüsse abwehren, oder? Ah, das ist auch gut zu wissen. Bam. Das ist gut zu wissen. Weil, bam. Jetzt kommen wir mit F machen. Ah, jetzt hat er den Typen. Ah, egal. Andere Richtung. Oh, die kann auch Nahkampf. Oha, die kann auch sogar im Nahkampf kämpfen. Oh mein Gott. Weg mit euch. Was passiert mit F? Das interessiert mich. Okay. Okay. Easy. Dann geht's. Warum destroyt der Typ schon alle? Ich will auch noch was machen. Wo steht der? Ach, der ist jetzt weg. Perfekt. Müssen wir wieder daher laufen? Ah, mit dem Punkt kann man die dahin zurücklenken. Komm. Bam, weg mit dir. Hast mal richtig verkackt jetzt. Nicht wundern, wenn ich gerade ein bisschen konzentriert bin. Ich muss mich hier ein bisschen eingewöhnen, deswegen. Da ist ein Kombo. Was? Ja, egal. Gehen wir einfach weiter. Okay, dann weiter geht's. So. Vielleicht geht's die, kann ich es diesmal ein bisschen besser. Ich hoffe es zumindest. Hoch und bam. Eine Invasion. Wir müssen runter auf den Planeten und die Naboo. Geschichte fortsetzen. Ja. Also bisher finde ich das Spiel echt ganz cool. Perfekt. Weg da aus dem Weg. Aua. Dun, dun, dun. Perfekt. Perfekt. Also der Lego-Humor, den gibt's immer noch. Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Druiden aufkommen. Jar Jar, wir müssen einen sicheren Ort finden und die Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Ushunga, eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Die Händler, kommen! Perfekt, was kann ich mit dem jetzt machen? Egal. Perfekt. Wir untertauchen müssen, Okidode. Ah, aber ich euch warnen muss, die Hungers nicht mögen Fremdlinge, also nicht herzlichen Empfang erwarten. Okay, tauchen. Das ist nicht gerade unser Tag, der Herz zu kämpfen. Was muss ich jetzt machen? Hä?
Bin ich jetzt einfach inkompetent, oder? Kann ich mit denen hier irgendwas machen? Folge Charger Bings. What the fuck, hä? Kann hier irgendjemand umbringen oder so? Perfekt, ich war einfach zu inkompetent, irgendwie auf diese Stelle zu laufen. Perfekt, das hat ja mal wieder super funktioniert. Und weiter geht's. Hey, hier ist er da. Stehen geblieben. Hey, oh, hallo, Captain Carpels. Bin ich wieder da? Nicht schon wieder, Jaja. Du sie jetzt kommt zu die Boss. Du sie stecken ein großes Kacker diesmal. Wie frech. Willst du uns vielleicht etwas... Perfekt. Also, wir müssen jetzt wieder zu dem Typ da. Mit dem Boss der Gangens. Das klingt hier etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Wie ich sagte. Kein Verstand. Würdet ihr uns sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Jaja, Tollmatsch. Er gecrashed. Hey, Flippler Bongo von die Boss. Ich hab gesagt, das war versehen. Also in dem Spiel muss man wirklich öfter mal ein Stück laufen. Aber ich find's trotzdem gar nicht so schlecht, dass es auch mit eingebaut ist. Ich freue mich schon absolut auf die Schlacht nachher. Ich bin gespannt, wie die gemacht ist. E anheben. So. Den auch noch. Boah. Zack. Und so. Jetzt müsste es funktionieren. Da kommt Charger. Und weiter geht's. Geschichte fortsetzen. Ja. Die Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir werden die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Entspannt. Eigentlich mit Jar Jar Binks. In Ort mit ihm. Okay, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie immer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. An der Stelle spielen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bin jetzt hier aktuell mit der Aufnahme bei 14 Minuten. Zu lang sollen die Parts nämlich nicht werden. Ich finde, so 14 Minuten ist nämlich die optimale Zeit. Also habt jetzt noch einen schönen Tag, wir spielen wie gesagt an der Stelle weiter und bis dahin, ciao ciao, danke fürs Zusehen.